Hallo und willkommen zu Metro Exodus. Ich hoffe, ihr habt so viel Spaß, wie ich das definitiv haben werde, da ich die Reihe mag. Und dann starten wir auch schon durch. Achso, Muni ist voll. Ich habe halt keine Waffe mehr. Hier geht's noch runter. Mal schnell hier gucken. Aha. Okay. Merke ich mir. Hoffentlich. Na, jetzt aber. Okay, wenn ich mal hier rumgucke. Das ist einfach nur ein leerer Spielplatz, okay. Dann gehe ich mal in den Keller. Mal sehen, was mich da erwartet. Eine Schlange. Hier gibt es halt auch sehr viele Tote. Ich bezweifle, dass das alles so richtig ist. Hundertprozentig lebt hier irgendwas noch. Hier liegen so viele. Ich glaube, das habe ich doch schon mal gefunden, oder? Ja, ich habe da noch Zeit. Okay, der Keller war okay. Dann mal hier durch. Waffe senken zur Sicherheit. Also, ich wollte dich schon die ganze Zeit fragen, dieser ganze Piratenkram, die Leichen an den Pfählen,
Glaubt ihr wirklich, dass der Lehrmeister das so wollte? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns verteidigen. Naja, aber das hilft ja nicht. Die Banditen sind schon wieder im Dorf gesehen worden. Außerdem haben unsere Jungs heute einen Streuner geschnappt. Das bedeutet nur, dass wir sie an die Lektion erinnern müssen. Deshalb sind wir hier. Wir beobachten ein paar und machen dann neue Vogelscheuchen. Tja, das mit den Banditen verstehe ich. Die haben hier schreckliche Dinge getan. Aber dieser neue Streuner sieht nicht wie ein Bandit aus. Vielleicht nur auf der Durchreise? Wenn er kein Bandit ist, wäre er weitergegangen. Aber nein, er ist direkt aus dem Fluss hier aufgetaucht. Ich würde vorschlagen, eine Vogelscheuche aus ihm zu machen, um die anderen zu vergraulen. Ich bin mir da wirklich nicht sicher. Den einen mag ich, den anderen nicht. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hin muss. Ich möchte auf jeden Fall niemanden töten aktuell. Ich muss da rein, ne? Komme ich darüber da rein? Da der eh gerade weggeht. Hast du gehört, dass der Kämpfer diesen Zug angreifen will? Ich wette, die Pioniere kriegen bei der Nachverwandlung einen Rappel. Ja, zur Hölle mit den Pionieren. Ist es zu glauben, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind und der Lehrmeister uns alle dasselbe gelehrt hat? Seht sie euch jetzt an, lauter Feiglinge. Aber wieso? Und vermutet die ganze Zeit aus, so wie wir sie auch ausspähen. Was meinst du damit? Warum muss ich hier rumstehen? Blöde Gegend. Du bist im See baden gegangen und hast dich nicht bemerkt. Was jetzt? Ja. Hättest du das erste Mal ich doch eben wohl nie auf. Du bist ein Knaller. Aha. Ich habe jetzt absolut keinen Plan, wo ich lang muss. Wo ich hin muss. Ich habe kein Ziel. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Okay, da komme ich nicht lang. Wie viele dieser Streuner gibt es hier wohl? Letztes haben wir nie gelernt. Alles ist gut, keine Sorge. Ich gehe einfach mal hoch. Vielleicht kann ich mir einen coolen Überblick verschaffen. Als ob Eindringlinge hierher kommen würden. Wölfe vielleicht, klar. Hä? Warum bin ich überhaupt hier? Als ob ich hier irgendwem helfen könnte. Hier ist einfach viel zu viel Licht. Aljoscha, bitte komm. Wir versuchen weiterhin euch zu erreichen. Was ist passiert? Artyom, bitte.
bitte kommen! Ende. Geht es euch beiden gut? Gott. Wölfe, bitte komm, Jungs. Klar. Komme ich da rüber, ja, und? Frauchen hat gerufen, aber... Sie haben gesagt, dass Ihre Linie für die Motordrahtlinie kaum geeignet. Sie wackelt zu sehr. Ihr großes Funkgerät könnte man einschicken. Die Strecke könnte auch... Jede umgestürzte Bäume ist auf die... Gott! Du solltest dich besser hinlegen. Es bringt nichts, hier herumzusitzen. Artyom, Aljoscha, meldet euch bei uns, sobald ihr könnt. Oder wartet einfach am Damm auf uns. Artyom, hast du das? Geflehe dich an. Ende und aus. Okay. Aber sie haben offensichtlich von Aljoscha auch noch nichts gehört. Hier rumstehen. Blöde Gegend. Das scheint die richtige Richtung zu sein. Dann muss ich wohl. Scheiße. Das ist eine ziemlich dicke Variante von den Dingern, die wir kennen, so. Und auch eine ziemlich laute Variante. Geh mal hier rein. Ist das ein Eisschuppen? Ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Schuppen. Kleiner Fischladen? Ja, irgend sowas. Ich habe ihn sehr laut und sehr deutlich gehört. Ich muss eigentlich nur dem Weg folgen. Aber so einfach wird's nicht, ne? Das schreckt sie zumindest ab, das ist gut. Aha. Mich würde dieses Baumhaus interessieren. Mit den Wölfen ist hart. Und die jagen halt in der Nacht. Macht schon Sinn. Zur Not, ich gucke mich jetzt hier gerade mal um. Zur Not lege ich mich pennen. Das ist ein Mordsbiest.
Wie gesagt, zur Not lege ich mich pennen und warte bis Tag ist. Jetzt so krass vielen Wölfen, da komme ich nicht weit. Aha, das ist hier der Jagdplatz von irgendjemanden. Der gute Jagdstand. Was macht denn dieses Dreirad hier oben? Oh. Nee, warte mal. Sieht jetzt auch nicht sauberer aus wie meine. Das ist doch eine andere, oder? Er hat auf jeden Fall einen anderen Aufsatz. Dann gefällt mir die mit dem anderen Aufsatz besser. Dass er schlau ist, während das Vieh hier rumrennt. Okay, anbetracht der Wolfssituation lege ich mich mal hin. Wohin geht's, wenn ich da hingehe? Okay. Interessant. Was ist da? Von dort aus könnte ich wieder hierhin zurück. Bin fast geneigt, da mal rüber zu gucken. Du hättest nicht herkommen sollen, Streuner! Okay. Gib her. Danke. Danke. Mollys hat er. Ja, gut gehenst Mollys. Ich habe ihm nur eine verpasst. Er müsste eigentlich überleben. Die gibt's ja auch. Aber warum?
Bin noch nicht ganz so schlüssig, ob das eine schlaue... Aktion ist, hier lang zu gehen. Gibt da noch zwei Richtungen. Toll. Verstehe, hier angelt er sein Essen. Schon mal scheiße, dass es die hier überhaupt gibt. Ich mag die nicht. Obwohl, die gehen immer noch. Aber wo die Kleinen sind, ist bestimmt Mutti auch. Irgendwo. Wo bin ich denn jetzt? Nur um die Ecke. Will ich gar nicht weiter gucken. Kein Interesse. Dann würde ich sagen, wir krauchen wieder durch. Und klettern mal am Haus hoch, wo wir wahrscheinlich auch bloß zum Seil kommen. Ah, nicht schlimm. Jetzt, da ist ein Flieger dran. Chilliger Ort. Und dem Flieger hinterher. Lol. Ah, okay. Für mich ist hier auf jeden Fall Zeit zu rasten. Bis... Was ist denn das hier? Einfach nur eine Aktion, schmeiß mal Holz rein. Okay, bis zum Tag bitte. Ich höre trotzdem Wolf, aber bin guter Dinge, dass da jetzt nicht gleich ein ganzes Rudel sich bewegt.
Aha, noch ein paar Jagdstände. Was gesehen. Okay. Das sieht nach einem passablen Weg aus. Der zernagt da was. Okay, soll mir das sagen, Wölfe? Da. Okay, hier geht's eh nicht weiter. Das ist jetzt blöd. Haben wir so viel Mühe gegeben. Hey, sieh mal, noch einer. Ich hab doch gesagt, der ist nicht allein. Also gut. Lass uns das Seil durchtrennen und ihn mit dem anderen zum Lager bringen. Hey, wartet mal. Ihr Pioniere habt schon einen. Und der hier ist unser Fang. Er wurde auf unserem Territorium erwischt. Das Netz gehört mir, also leck mich. Warum habt ihr die Falle dann auf unserem Territorium ausgelegt? Abgesehen davon habt ihr schon den Rucksack eines Eindringlings. Ich bin nach dem Rucksack getaucht, als du dich verdrückt hast. Ich hab mich verdrückt? Ihr seid Piraten, ihr habt mehr Boote. Und der hier wird dem Waldrat vorgeführt. Ihr seid alle Feiglinge! Er ist ein Eindringling, ein Feind! Bist du ein Bandit oder was? Was hat der Lehrmeister gesagt? Er hat gesagt, wir müssen anders sein. Hast du das vergessen? Bist du nicht etwas übermütig? Der Lehrmeister wollte, dass wir uns erst verteidigen. Alles andere kommt später. Habt ihr vergessen, was die Eindringlinge hier wollten? Er ist auch ein Eindringling, also muss er sterben! Ihr habt gerade ein größeres Problem. Aber gerade habe ich das... glaube ich, am meisten. Ich würde ja sagen, das ist Pech, aber ein bisschen blöd war es auch. Die Leichen sind spontan verschwunden, wahrscheinlich damit ich die noch nicht looten kann. Okay, mein Ziel hat sich massiv geändert. Da oben haben wir wieder einen Ausguck.